Hallo meine Freunde des Nexus und willkommen zurück zur Let's Play Lego Ninjago Schatten des Ronin. Ich bin der Rambursche und heute wird begrüßt nämlich der Abdul, der Massimo, außerdem Felipe und Benjamin. Ach Nia, Mensch, geht doch mal hier. Ja. Geht sie mir einfach im Weg. War sehr schockierend für sie, dieses Ereignis. Ah, wir können es an diesen Ketten jetzt nach oben ziehen. Irgendwie. Es bewegt sich! Greif nach den Ketten! Ah, okay. Mal schauen, wo wir hier hinkommen. Ah, es geht auf jeden Fall weit nach oben. Okay, müssen wir... Nein! So weit wollte ich eigentlich nicht runter. Das war nicht der Plan. Oh, na gut. Dann holen wir das später, würde ich sagen. Aber ich glaube, wir haben dieses erste Ziel eh schon verkackt, dass wir nicht keinen Schaden nehmen dürfen, weil wir sind ja runtergefallen. Weil man das nicht so gescheit gesehen hat. Naja, wenn wir es zum zweiten Mal machen, dann wissen wir es zumindest, wie wir hier dem Schaden entgehen können. Und natürlich auch dem Spott, der damit einher folgt. Also nochmal auf die andere Seite rüber. Ein paar Münzen hier holen, die noch rumliegen. Und dann geht's auch schon weiter. Ja genau, hier bin ich runtergefallen auf der anderen Seite. In diesen reißenden Fluss da unten. Der ist hier mitreißend. Aber nicht im positiven Sinne. Ab hier übernehme ich. Zane? Ah, der kann es einfrieren, deswegen. Okay, Zane, dann einmal einfrieren, bitte. Ah, Eisplattformen. Cool. Also, wirklich cool, weil Eis. Oh Gott, da muss man ein bisschen aufpassen, aber auch das kriegt man hin. Jetzt probiere ich doch mal, ob man den noch einfrieren kann hier. Es sieht doch so aus, als könnte man ihn einfrieren. Ja, da haben wir eine große Eismauer geschaffen. Aber ich mache erst mal die Sachen kaputt, die hier sind. Kommt man da irgendwie rein? Ist das eine Tür oder so? Sah so aus, als wäre es eine Tür. Einmal nochmal da drauf feuern. Vielleicht geht da noch irgendwas auf, was wir noch nicht haben. Oh, das bringt aber ordentlich Münzen. Vielleicht müssen wir noch mehr drauf feuern. Vielleicht passiert dann was. Ich glaube, es ist gerade auf grün gewechselt. Kann das sein? Bin mir nicht sicher. Da brauchen wir schon wieder eine von diesen Skeletttypen. Die haben wir aber noch nicht. Da müssen wir uns auf jeden Fall auch eine kaufen. Einen von diesen Skeletttypen, damit wir durch diese Skeletttore durchkommen. Also das müssen wir uns merken für die 100%, dass wir die auch noch irgendwann uns gönnen müssen. Da ist auch schon das zweite Drachenei von insgesamt 4 Stück. Hoffen wir mal, dass wir es nicht fallen lassen. Also einmal mitgenommen. Müssen wir hier... Ups. Okay, also runterfallen kann man. Man kann da, glaube ich, auch überall hinfallen. Das ist alles kein Problem. Man darf wahrscheinlich nur nicht... Oh Gott. Nur nicht hier runterfallen. Ah, gar nicht so leicht. Aber wir schaffen das. Oh Gott, hier müssen wir auch nochmal rüber. Aber hier müssen wir nur einmal springen. Oh, da hat es mich auch schon wieder ganz schön verzogen. Da habe ich ja schon einen richtigen Schock bekommen. Ich bin wieder unten. Na egal. So, nur noch 2 Eier übrig. Stimmt. Genau die richtige Menge für ein schönes Omelette. Cool. Ich finde dieses Reden untereinander, das ist richtig gut gelungen in dem Spiel. Das ist teilweise humorvoller, finde ich, als in den anderen Lego-Spielen. Also zum Beispiel humorvoller als in Lego Dimensions oder so. Naja, genau, hier müsste gleich das Ding wieder runterkommen. Wo wahrscheinlich die letzten beiden Eier sind, ich hoffe es jedenfalls. So, wir gehen aber auf das rüber. In der Hoffnung irgendwo, okay, aber darauf kommen wir momentan noch nie auf das Ding. Das heißt, müssen wir in dieses Zwischending da reinspringen oder kommen wir nochmal noch eine Etage höher irgendwo? Ne? Da oben ist das blaue Ei, das habe ich gesehen. Ich glaube, wir müssen erstmal in dieses Zwischending hier rein. Ah, Mann, oh. In dieses Zwischending hier rein, aber das hat noch nicht so ganz funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Da muss ich, glaube ich, an meinem Timing noch ein bisschen arbeiten. So, genau. So kommt man da rein. Ich glaube, da ist dann an der Seite wahrscheinlich irgendwo noch ein Gang oder so, den wir nachgehen können. Nein. Ah, aber wir kommen jetzt dann oben drauf. Ah, so ist das gedacht. Deswegen muss man dieses Zwischengeschoss rein. Immerhin, wir sind wahrer Ninja geworden. Wenigstens etwas. Wir sind wahrer Ninja geworden. Man muss ja das Positive sehen. Hier brauchen wir aber deutlich weniger Stats als im letzten Level. Im letzten Level brauchen wir um die 30.000, glaube ich. So. Nein, häng dich doch wieder dran. Oh Mann, ey. Macht der mich fertig hier. Macht der mich fertig. So. Einmal perfekt gelandet. Und dann warten wir, bis es wieder runterkommt und fallen nicht wieder in irgendwelche Löcher rein, die wir übersehen. So, einmal da reinspringen. Ich glaube, da können wir fast rüberlaufen eigentlich. Fallen auch nicht mehr in die Löcher rein. Nein, wir lassen uns jetzt wunderbar nach oben bringen von diesem funktionalen Aufzug hier. Das ist das blaue Ei.
Ah, das ist das andere. Mann, Drachen legen ihre Eier ja an echt seltsamen Orten. Okay, der kriegt erstmal einen Schock. Das heißt, wir brauchen wohl Jay. Weil Jay lässt sich nicht so leicht schockieren. Der ist ja hier unser Blitz-Ninja, unser Strom-Ninja. Ah, komm, machen wir das hier auch noch kaputt. Achso, wir sind ja eh schon bei einem Ninja, deswegen brauchen wir es eigentlich gar nicht. So. Okay, okili-dokili. So, das kriegen wir hin. Okay, ich dachte schon, das Ei hält das nicht aus, aber er hat zum Glück festgehalten, der Jay. Da war es nur noch ein Ei, was uns gefehlt hat. Und da habe ich jetzt ehrlich gesagt gerade keine Ahnung, wo es ist. Das Feuerei. Ist es dahinter? Könnte dahinter sein. Ne, dahinter ist irgendwer, das ist der Nexus, glaube ich, von dem er gesprochen hat. Hm, wo ist das Feuerding? Wo ist das Feuerding? Hat hier irgendwas mit diesen Schaltern auf sich? Nö. Da ist noch eines von den Dingern. Da kann Nia jetzt mal draufwerfen, wenn sie Bock hat. Bringt uns, glaube ich, zwar nicht weiter, aber zumindest haben wir es dann mal kaputt gemacht. Naja, bringt uns ein Herz. Auch nicht schlecht. Hm. Wo ist das Feuerding? Müssen wir vielleicht nochmal hochfahren oder müssen wir nach vorne gehen? Aber vorne sind wir ja hergekommen eigentlich. Dachte ich, oder? Hier sind wir doch hergekommen aus der Ecke. Ne, sind wir nicht, aber trotzdem. Ne, sind wir hier runtergefallen. Aber hier haben wir noch was. Vielleicht ist es ja. Ne, das können wir auch nicht kaputt machen. Ah, das Ding in der Mitte können wir aber schmelzen. Da ist das Feuerei schon drin. Ja, ich bin auch doof. Da sieht man ja sogar schon das Feuerei. So. Meister des Schmelzens. Schmelzen uns mal hier was Schönes zusammen. Das ist ein uraltes Drachenei. Gelegt von einem der ursprünglichen Wächter der Achse. Leider sind diese Kreaturen schon vor langer Zeit von dieser Welt verschwunden. Alles klar, ein unheimliches Ei. Nein, die sind leider schon vor langer Zeit verschwunden, das ist nicht schön. Die armen Drachen. So, das wäre geschafft. Na dann. Sollten wir das Ding auch aufbekommen, denke ich. Osterhase. Ja, weil ich es nicht unbeschadet habe, ich es nie geschafft, weil ich einmal runtergefallen bin. Schade. Gut, dass da gerade die Untertitel an waren, sonst hätte man das glaube ich nicht mehr gemacht. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Na, direkt zum Nexus rennen. Wie können wir ihn gefahrlos zerstören? Ja, hier steht, ein Einzelschlag, 7 Herzen einend, des Nexus Leben eher verneinend. Aber nichts davon, dass es gefährlich ist. Bist du sicher? Es reimt sich, und zwar in der Übersetzung. Für mich ist das Beweis genug. Ich bin sicher. Auf 3? Gut. 1, 2, 3. Was war das? Das war Rache. Dafür, dass ihr mich alle betrogen habt. Was heißt betrogen? Tu nicht so. Ich erinnere mich daran, als wäre es gestern gewesen. Das ist Ronins Werk. Ja, Ronin. Wenn man älter wird, können einen Erinnerungen schon mal an der Nase herumführen. Ronin, endlich bist du gekommen. Bist du zufrieden mit mir? Oh, und ob. Perfekt ausgeführt, Misako. So wie ihr alle. Lass Mama los! Ah, du kleiner Mistkerl! Ohohoho! Werft deinen letzten Blick auf eure Welt, Ninjas! Genießt die letzten Stunden eures Lebens, denn mein Auftraggeber, oh, er wird es mit Freuden beenden. Lloyd, was tust du? Wo bin ich? Geht es dir gut? Ja, sehr gut. Was ist passiert? Erklär später. Schön langsam, Misako. Lass mich mal. Das ist das Ende. Ist es nicht. Noch nicht. Sensei, wissen Sie, wo Ronin den Nexus hinbringt? Leider nein. Aber die Wächter des Nexus schon. Okay. Oh, wir haben das Level abgeschlossen. Trophäe haben wir sogar für verdient. Ja, feine Sache. Ja, unbeschadet haben wir es leider nicht geschafft. Nimm an den Dracheneiern keinen Schaden. Ach Gott, war das wirklich nur, weil ich einmal das Drachenei mit dem Falschen aufgehoben habe?
Auch wenn es deswegen gewesen wäre, wäre es natürlich ärgerlich gewesen. Wo die zwei Sammelgegenstände gewesen sein sollen? Keine Ahnung, nicht die geringste. Wir machen direkt weiter mit dem nächsten Level. Wir wollen ja wissen, wie es weitergeht. Ob wir Ronan noch aufhalten können oder ob er für immer die Welt ins Unglück stürzen kann. So, aber erstmal landen wir dafür auf der Ninjago-Insel. Denn wir haben schon wieder ein Kapitel abgeschlossen. Ich glaube, es sind insgesamt 10 Kapitel, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber ja, wir haben jetzt gerade das 8. Kapitel, müsste das gewesen sein. Wir müssen die Eier dorthin bringen, wo früher mein altes Kloster stand. Dort angekommen, könnt ihr eure Elementardrachen von den Seelen der Nexus-Wächter durchdringen lassen. Wird das wehtun? Ich weiß nicht, aber ich bin mir sicher, dass du es mich wissen lassen wirst, Jay. Und vor allem sind unsere Elementardrachen doch bestimmt stärker, wenn wir das machen, oder? Das wäre natürlich cool, weil die Drachen hier sind ja eh schon ziemlich cool, weil es sind ja Drachen und Drachen sind ja immer cool, um das nochmal festzuhalten. Okay, dann gehen wir nochmal dahin. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte gerade nochmal zu den Charakteren schauen. Ich wollte mir nämlich noch einen von den, damit wir es nicht vergessen, einen von den, na, wo sind sie denn, die Sachen hier? Da ist der Shop, genau. Wollte mir ja noch einen von den Charakteren kaufen, und zwar, okay, das dann könnte man sich alles kaufen, das will ich mir aber gar nicht kaufen. Das sind alles die Zwischendinger hier. Genau, wir wollen ja hier eigentlich... Ups. Ach genau, das Gelbe sieht man immer so schlecht. So, ich wollte ja eigentlich einen von den Skelett... hat der gerade 50.000 hat er gekostet. Okay, den könnten wir uns sogar leisten, aber... Von dem brauchen wir momentan kein... das war gut, als er in die Wäsche gekommen ist. Na gut, der rosa Ninja. Leute haben wir uns schon mal gekauft gehabt in klein. Das war ein bisschen Geldverschwendung, weil den brauchten wir, glaube ich, gar nicht so... Lord Garmadon könnte natürlich auch hilfreich sein. Ja gut, aber... Null? Ach, der ist kostenlos. Ja, den haben wir schon. Pyther kostet immerhin auch 500.000. Was? Pyther kostet mehr als Lord Garmadon, wisst mich wahr. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass Lord Garmadon teurer ist. Na gut. Okay, die sind aber... Die sind echt ganz schön teuer, die ganzen Sachen hier. Gut, ich wollte einen von denen da unten haben. Von denen hier. Oh, die kosten nur 100.000. Die sind ja ein richtiges Schnäppchen hier. Dann holen wir uns mal Knuckle hier. Genau, dann haben wir den uns auch schon mal gekauft. Und die restlichen Münzen sparen wir uns dann vielleicht für Charaktere, die wir unbedingt brauchen, um weiterzukommen. Ich weiß nicht genau, wen wir dann noch brauchen werden, aber tippe mal den einen oder am einen oder anderen kommen wir nicht vorbei. Gefangener, Gefängniswärter, nee, dann lassen wir es erstmal und sparen uns das hier, sondern gehen direkt weiter zum nächsten Level. Beziehungsweise wir gehen nicht weiter, sondern wir fliegen weiter in Kapitel 9, Rückkehr zu Chens Insel. So, da wollen wir hin. Da wollen wir zurückkehren. So, das endlose Meer heißt die erste Quest. Besiege 3 Feinde als Jay und 3 Feinde als Cole, okay. Und triff einen springenden Beißfisch. Okay. Springender Beißfisch? So, beschwört eure Elementardrachen. Schöne Musik. Oh, mein Drache. Er fühlt sich anders an irgendwie. Meiner auch. Meiner auch. Ich glaube, das wird klappen. Wir werden herausfinden, wohin Ronan den Nexus gebracht hat. Und dann werden wir an den gefährlichsten Ort in ganz Ninjago reisen. Ist es zu spät für einen anderen Plan? Nope. Wissen die Elementardrachen auch wirklich, wo sie hin müssen? Wir fliegen von Ninjago weg, wie es scheint. Weißt du was? Ich glaube, sie wissen's. Hier geht's zu Chens Insel. Chens Insel? Ich bin ja mal gespannt, was uns dieses Mal dort für eine Begrüßung erwartet. Ich weiß nicht. Die denken sich sicher was Besonderes aus. Ja, stimmt. Es geht anscheinend schon los. Nindroid-Jets greifen an. Zumindest wissen wir jetzt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Passt auf, Leute. Raketen von unten. Ich gehe auf knapp über den Meeresspiegel runter. Ah, da sind die Springfische. Ich glaube, die müssen wir treffen, oder? War es von denen die Rede? Keine Ahnung. Feinde. Schieß sie ab. Also mit Jay habe ich schon 3 erwischt vorhin. Bin ich gerade mit Cole dabei, noch die anderen 3 zu erwischen. Was? Ich habe doch 3 erwischt gerade eben. Ich habe doch 3 erwischt. Frechheit. Na komm, da treffen wir aber auch noch eine mindestens. Jawoll. Gibt sogar noch eine Trophäe, eine weitere. Und wir sammeln natürlich das hier noch ein, was hier ist.
Den Steinkrieger können wir auch gut gebrauchen. Diese unten, die Sachen können wir leider nicht abschießen. Aber dafür können wir die hier noch abschießen. Weg mit euch. Wechsel nochmal den Drachen. Der ist nämlich, glaube ich... Wow, Springfisch. Nein! Jawohl, wir haben einen erwischt. Wir haben einen erwischt von den Springfischen. Ziel erreicht. War vielleicht nicht ganz so, wie ich mir vorgestellt hatte, aber wir haben einen erwischt. Oh, wow, 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 wow. Da müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht getroffen werden vom Orkan. Das könnte sonst ungesund für uns enden. So, den machen wir ja kaputt, natürlich kaputt, die hier. Ah, ein bisschen aufpassen müssen wir trotzdem. Oh, da holen wir uns auch gleich das zweite Ding. Sehr gut. Kriegen wir auch gleich noch einen Charakter freigeschaltet. Fantastico, fantastico. Dürfen aber nicht sterben, sonst wird es mit den Münzen knapp. Aber ich glaube, es wird mit den Münzen eh ziemlich knapp. Oh, ist auf jeden Fall gefährlich hier auf dem Wasser. Aber diese Elementardrachen sind schon cool. Ich will auch so einen Elementardrachen. Wieso habe ich keinen Elementardrachen? Weil ich schon Drache bin wahrscheinlich. Den gibt es hier nicht für mich. Vielleicht bin ich ja ein Elementardrache. Hab mal drüber nachgedacht. Ah, ausweichen. Ausweichen. Nein, schon wieder getroffen worden. Oh Mann. Naja. Aber zumindest hier können wir mit einsammeln. Ob es für wahrer Ninja reicht? Naja, sagen wir zumindest, es könnte knapp werden. Ja, sieht ziemlich dicht aus da unten. Keine Sorge, ich habe genau das richtige Werkzeug, um da durchzukommen. Nein, viel hat nicht gefehlt, aber wir haben es nicht ganz geschafft. Nein, aber wir haben dafür alle Sammelgegenstände gefunden. Und die anderen beiden Aufgaben haben wir gemacht. Also wir haben eigentlich nur, wir sind nur nicht wahrer Ninja geworden. Damit kann ich leben. Damit kann ich echt leben. So, wir gehen direkt weiter in den Dschungel vom endlosen Meer aus. Gehen wir weiter. So, rein da. Inselangriff heißt die nächste Mission. Was sollen wir tun? Blitzschnelle Reflexe. Wir sollen uns nicht von den Dingern hier, von der Geisterstadt, nicht von den Geschossen treffen lassen und besiege 10 von Ronan Schläger, indem du auf sie trittst. Okay. Damit sollte eine Dschungelexpedition kein Problem sein. Und man kommt damit leicht an Sachen auf hohen Regalen ran. Hier kam unlängst eine Gruppe durch. Hoffentlich ist Ronan dabei. Es gibt da noch was zu begleichen wegen Mama. Ah, okay, dann sollen wir wahrscheinlich mit dem hier die ja, cool. Keine Roboter mitgebracht? Dann habe ich schlechte Nachrichten für euch. So, dann laufen die alle mal. Was ja unsere Quest ist. Da geht es nicht mehr weiter. Nee, wir können nur in eine Richtung laufen. Aber das werden wir natürlich tun. Boah, weg mit dir. Und auch noch dich zerlaufen. Läuft bei euch. Nicht so doll drauf treten. Wir haben anscheinend schon 10 erwischt. Ja, wird bloß nicht so schnell angezeigt, glaube ich. Aber wir haben bereits die 10 erwischt. Das ist echt praktisch, ne? Die muss man gar nicht schlagen. Die gehen schon von alleine kaputt. Umso besser. Ah, doch jetzt. Gibt ja noch einiges an Münzen. Ja, die können uns gar nichts. Aber ich tippe mal, früher oder später werden die auch irgendeine Waffe hier rauszaubern, mit der wir Probleme bekommen. Da war ja vor allem die Rede von so Raketen, von denen wir uns nicht treffen lassen sollen. Schauen wir nochmal kurz auf die Raketen hier. Lass die in der Geisterstadt nicht von den Geschossen treffen. Okay. Werden wir versuchen, uns nicht treffen zu lassen in der Geisterstadt. In der Geisterstadt sind wir momentan aber noch gar nicht. Ich glaube, wir sind momentan nur auf dem Weg zur Geisterstadt. Stromgeneratoren? Da haben wir genau den richtigen für den Job. Das ist wahr, ja. Da ist Jay auf jeden Fall der Mann, wenn es um Strom geht. Unser Lieblingselektriker Ninja. Oh, mal hier die letzten Münzen einsammeln, die hier noch rumliegen. Oder Stats. Nein, kein Sie. Stats, ja. Sammeln wir die letzten Stats ein. Jetzt gibt es ja aber nichts mehr. Wir haben doch auch schon die Hälfte oben geholt für wahrer Ninja. Okay, einmal anvisieren und Feuer! Ach, damit kann man die Dinger auch direkt anmachen. Okay, gut. Also man kann nicht nur einen Strahl machen. Er kann keinen Strahl machen, er kann nur so Dinger schießen, aber die machen die Dinger auch auf einmal an. Er kann so Kugeln schießen, so. Ich möchte das Wort Dinger vermeiden. Das ist zu unpräzise. Jawoll. Da ist der Ronan auch schon wieder. Den überlassen wir dann dir, Jay, okay? Kein Problem. Können wir den da runterschmeißen? Ich glaube nicht. Aber wir können ihn abschießen. Nimmt auf jeden Fall Schaden. Jetzt hat er... Jawoll, und schon ist er kaputt. Da wird nichts helfen. Das wird euch nichts helfen. Praktischer Rückzug. Und das bedeutet... Weglaufen! Danke! Ja. Der eine war wohl nicht ganz so helle. Das ist ihm nicht gut bekommen. Jetzt sind wir auch in der Stadt, wo die Raketen angeblich auf uns geschossen werden. Ah, da oben sehe ich auch schon die Typen an den Raketen. Ah ne, das waren Papageien. Oh, das waren keine Raketen. Aber es sah aus wie Raketen auf den ersten Blick.
Naja, dann schauen wir mal. Hier können wir nicht noch irgendwo hinter oder so. Nö, das Haus können wir auch nicht einreißen. Oder? Können wir das Haus einreißen? Nee. Die Münze kam irgendwo anders her. Aber wir können hier nicht, jedes Haus zu Schrott laufen. Ist eigentlich auch ganz schön, diese Häuser hier. Hier im Dschungel muss man ja nicht alles kaputt machen. Außer natürlich jetzt bringt Legosteine. Dann ist das natürlich noch eine andere Geschichte. So, alles hier zerstören. Dass wir hier auch wahre Ninjas werden. So viel fehlt uns ja nicht mehr. Den größten Teil haben wir ja schon geschafft vom wahren Ninja. Aber in manchen Leveln muss man ja wirklich fast gefühlt jeden Stein sammeln. In Level vorher hatten wir es ja auch nicht geschafft, aber da sind wir auch zu oft drauf gegangen. Ich glaube, wenn wir hier in dieser fetten Rüstung stecken, dann werden wir nicht so oft drauf gehen. Jetzt kommen bestimmt gleich die Raketen angeflogen, auf die wir Acht geben sollen, hier in der Geisterstadt. Ah ja, doch, ich sehe... Oh. Leider ist der Part dieses Projektes nun auch schon vorbei, doch es bleiben dir drei Möglichkeiten, um weiterzumachen. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Klickst du hingegen links unten auf das Bild, kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Klickst du rechts oben auf das Bild, kannst du meinen Kanal abonnieren, was mich sehr freuen würde. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.